Willkommen zurück, Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade wieder auf dem Weg zum Zoo, denn gestern habe ich die eine Arena geklatscht. Und wie ihr seht, da oben blau. Es hat sich jemand tatsächlich wieder zurückerobert. Und es sind auch mehrere Pokémons drin. Das heißt, diesmal werde ich auf jeden Fall das Ei einsetzen. Zudem sind da noch die ein oder anderen Pokestops, da wo wir dann dieses Lockmodul mal einsetzen werden. Also Freunde, los, auf geht's. Freunde, wir sind da und ich sehe gerade, hier kämpft doch gerade irgendjemand. Der muss hier verdammt in meiner Nähe sein, aber ich will schnell sein. Ich will natürlich auch hier was abgreifen. Items rein, Glücksei rein und direkt angreifen. Zack, ich will natürlich auch die Punkte haben. Das gibt ordentlich Erfahrung. 30 Minuten jetzt das Ei drinne, einfach mit Taubos voraus. Und gegen Pipi. Go, go, go. Na los, leck jetzt nicht. Zack, zack, zack. So. Radikal. Schnell. Ich brauche die Erfahrung. Das sollte aber kein Problem sein. Haut den hier locker weg. So, und Taubos. Wir haben gleich unsere Spezialattacke. Jetzt gedrückt halten. Aeroass. Zack, haut nicht. Obwohl, wir haben sie jetzt schon wieder. Wir haben sie jetzt schon wieder voll. Wie kann das sein? So schnell. Nochmal ein Aeroass. Und da ist er weg. Taubos ist weg. Gewonnen. Minus 3000 Prestige. 700 Erfahrung. Das heißt, wir gehen nochmal direkt nochmal rein. Ich weiß nicht, wo der andere hier ist. Ich will auf jeden Fall die Erfahrung haben. Zack, weiter geht's. Nächster Fight. Bam. Okay, das soll es gewesen sein. Wieder 500. Das bringt's richtig. Jawohl. 1200. Was? Ach so, doppelt natürlich. Gerechnet, jetzt ist hier nur noch der Taubos drin. Und wir gehen wieder rein. Nächster Fight. Zack, wieder 300. Müssten es jetzt 600 sein? Ja, wir sind erstmal Level up. Wir wollten wieder einige Gegenstände. Superball jetzt bekommen. Nice, Superball. Habe ich vorher noch nicht gehabt. Kriegt man nicht ab Level 12. So, und jetzt stellen wir hier erstmal was rein. Was? Hier ist irgendwo in einer Nähe. Hier ist irgendwo in einer Nähe, aber das ist mir egal. Ich hau den jetzt nochmal raus. Ich habe das Ei da drin. So. Go, 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 go. So, easy going. Fukano hat es mal eben schnell gemacht. 300 wieder. Dankeschön. Und jetzt setzen wir schnell mal was rein. Jetzt setzen wir mal schnell was rein. Machen wir es nicht zu schwer. Nein, Evoli brauche ich gleich noch für die Entwicklung. Na komm, setzen wir einfach mal den Kleinstein rein. Warum nicht? Einfach jetzt so. Ich fahre hier gleich eh nochmal hin. Ja, Leute, das hat sich aber richtig extrem gelohnt. Ich guck mal gleich, wo derjenige ist. Der muss ja hier irgendwo sein. Wir fahren aber jetzt erstmal zum nächsten Pokestop. Ich muss wieder... Ich brauche Pokebälle, Leute. Ich brauche Pokebälle. So, ich bin jetzt ein bisschen rumgefahren. Ich habe niemanden getroffen, der irgendwie ein Handy in der Hand hat und so weiter. Die Arena gehört jetzt auch die ganze Zeit schon mir. Man sieht es da, Kleinstein ist noch drinne. Ich weiß nicht, vielleicht hat derjenige sich sofort aus dem Staub gemacht und er dachte, ja, Arena ist meine, weiter geht's. Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr Zeit verschwenden, denn ich habe das Ei drinne. Und ich möchte noch ein paar Tipps geben, bevor ihr das Ei aktiviert, womit es quasi doppelt so viele Erfahrungspunkte gibt. Um das Ei optimal auszunutzen, müssen wir natürlich erstmal wissen, wofür bekommen wir Erfahrungspunkte in Pokémon Go. Wir sehen ja unter anderem hier Pokestops zum Beispiel, geben uns 50 Erfahrungspunkte. Wenn wir Arena einnehmen, kriegen wir gewisse Erfahrungspunkte, abhängig vom Level, vom Monster und so weiter. Wenn wir Pokémons finden, kriegen wir Erfahrung. Wenn wir seltene Pokémon finden, die wir zum Beispiel noch gar nicht hatten, kriegen wir noch mehr Erfahrung. Und zwar, ich blende euch mal die Liste kurz einfach mal ein. Neues Pokémon zum Beispiel bringt 500 Erfahrung. Ein, wenn wir eins erneut erfangen, 100 Erfahrung. Wenn wir eins in der Arena besiegen, bekommen wir je nachdem gewisse Erfahrungen, Pokestopp und so weiter und so fort. Ihr könnt es an der Leiste sehen. Und wir sollen natürlich das Ei dann einsetzen, wann wir in dem Zeitraum, in dem wir am meisten Erfahrung bekommen. Wir bekommen zum Beispiel auch Erfahrung, wenn wir ein Pokémon entwickeln. 500 Erfahrung. So, und ich habe im Internet einen Tipp gelesen, wie wir das schlau ausnutzen können. Wir gehen mal einfach in die Pokémon rein. Einfach so ein billiges Pokémon, was man immer so oft fängt, wie zum Beispiel dieses hier. Es ist schwach, aber es kostet auch fast gar nichts, es zu entwickeln. Nur 12.
Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir entwickeln das Ganze. Komm, wir machen mal ein bisschen Sound an. Vielleicht hört ihr das auch ein bisschen. Wir entwickeln das Ganze. Es kostet nur 12. Ich habe da über 90 von den Bonbons. Und wenn denn mir das jetzt 1000 Erfahrungen gibt, ja, warum nicht, Leute? Warum nicht machen? Mega die krasse Animation für so ein Teil. Okay. Ich hoffe, ihr seht alles gut irgendwie. So, im Pokédex registriert. Und wie viel Erfahrung gibt das? Ich könnte es sogar nochmal entwickeln. Wie viel Erfahrung gab das jetzt? 2000. Wieso jetzt 2000? Frage ich mich gerade selber. Weil bei mir steht Pokémon entwickeln 500. Obwohl, ich habe das Pokémon ja noch nicht. Kriege ich dann nochmal 500, weil ich es ja nicht habe? Klar. Das heißt 2000. 2000 Erfahrung. Okay, Leute, ich mache weiter. Ich werde noch mehr Pokémon entwickeln. Das lohnt sich extrem. Sorry, wenn der Wind ein bisschen pfeift. Ich hoffe, es geht. Ich werde das einfach nochmal entwickeln. 50. Das heißt, wir müssten nochmal 2000 bekommen. Und das Pokémon sollte dann auch recht stark werden. Ich hoffe es zumindest. Sieht zumindest awesome aus. Und was ist es? Ach, die Wespe ist es. Die habe ich schon oft gesehen, habe ich sogar schon mal gefangen. Aber okay. Das heißt, es dürften diesmal leider nur 1000 werden. Was heißt leider? Wir haben eine 334er Bibor. 334er Bibor. Ich habe sogar noch Bonbons da. Und schauen wir mal, das gibt 1000. Jawohl, Glückwunsch, du hast Medaille. 3 Pokémon entwickelt. Ihr seht, ich habe es noch nicht allzu oft gemacht. So, kann ich dich anklicken? Danke. So, warum ich nicht das Modul drin habe? Da unten ist gerade ziemlich viel los. Da schnappen mir die anderen vielleicht alles weg. Deswegen habe ich es nicht angestellt. Wir gucken nach meine Pokémon. So, ich will einfach richtig jetzt das Ei ausnutzen. Deswegen, jawohl, Raupi ist sehr gut. 12 nur entwickeln wir, ist von der Stärke, ist ganz okay. Könnte auf jeden Fall besser sein. Aber wir machen das natürlich jetzt wegen der Erfahrung. Und wieder so eine awesome Animation. Da gleich das stärkste Pokémon rauskommt, was es überhaupt gibt. Dabei so ein Kackteil. Wir kriegen wieder 1000. Jawohl. Nächstes Mal wieder Pokémon rein. Das Taubsi ist sogar richtig stark und kostet wieder nur 12. Das heißt, Taubsi, du gehst hoch. Und so weiter würde ich das jetzt die ganze Zeit machen. Also der Tipp für mich an euch, macht das am besten so, nutzt das Ei wirklich, wenn es sich richtig lohnt, wenn ihr Arena erobert, wenn ihr mehrere Pokémon auf einmal entwickeln wollt, dann kriegt ihr richtig viel Erfahrung. Jetzt ist es wieder der Tauboss, glaube ich, geworden. Tauboga, Tauboss heißt es, glaube ich, danach. Können wir es nochmal entwickeln? Hier noch ein Taubsi. Komm, das Taubsi haue ich auch noch hoch. Die 12 ist mir doch egal. Die 12, ich fange so oft Taubsis. Ich kriege jetzt 1000 Erfahrungen und das lohnt sich einfach. So, nächstes Pokémon aufgewertet bzw. entwickelt. Nidorina. 100 das nächste, aber es hatte ich noch nicht. Das heißt, es gibt wieder satte 2000. Aber dich könnte ich eigentlich nochmal machen. Du kostest mir nur 12. Von daher, warum nicht? Hoch mit dir. Einfach nur jetzt Erfahrung holen. Wenn wir natürlich mit der Erfahrungsstufe aufsteigen, gibt es für uns stärkere Pokémon zu fangen. Von daher, das lohnt sich schon. Auch wenn ich nicht unbedingt so viele von diesen Pokémons brauche, von diesen gleichen. Aber wir kommen jetzt auf Level 13. Müsste jetzt klappen. Gehen wir raus. Und jawohl, Level 13.